Ja, Hallöchen. Es tut sich ja was im Chat. Pause ist schon wieder aus. Pause ist schon wieder aus. Die nächste dreiviertelte Stunde, aber auch die letzte, starten wir jetzt. Wen haben wir denn da? Second Impact, grüß dich, Servus. Und der Astyron, ein Neueron, ich grüße dich. Da musst mal wer das erledigen. So sieht's aus. Da musste mal wer was erledigen. So sieht's aus. Ja. Einmal kurz was erledigen. So. Jetzt habe ich es mal. Okay, jetzt ist gleich der Baum nachgewachsen. Jetzt habe ich es mal geschafft, die kleine Hütte so auszubauen, dass ich jetzt oben ein paar Segel montieren werde und dann das Steuerrad. Und dann werden wir mal schauen, ob wir da irgendwo hinfliegen können mit dem Teil. Um das geht es nämlich in dem Spiel. Nee, gefällt mir nicht. Okay. Ah. Ich verstehe. Okay, gut, muss ich aber wieder abreißen. Ist Kacke. Okay, das geht so abreißen. Und das. Normal, okay. Also, dann ist das erste das Fundament. Dann kann ich es hochziehen. Dann kann ich es fixieren. Jawohl, das erste. Aha, und dann muss ich das Segel. Opa, verdammt. Aber das Bausystem ist echt der Hammer bei dem Game. Ich habe noch nie so ein super funktionierendes Snap-System gesehen wie hier. So breit machen wir es. Mal eins. Mal zwei, ein Doppelmaster machen hier, ne? In einer Linie. Und die Breite. Ja, machen wir das vordere ein bisschen kürzer. Sonst kommen wir nicht vorbei. Ach, das gefällt gut. Ich finde das geil. Ich finde das geil. So, wo ist vorne? Hier ist vorne. Nee, warte mal. Warte mal, da wäre eine bessere Idee. Wäre viel bessere Idee. Kann ich da noch so. Mach das mal weg. Gras ist ja gut und schön, aber. Hat nichts mit dem Schiffsboden zu tun. So, kann ich hier jetzt ein Fundament draufsetzen? Es ist so geil, wie das funktioniert. Ich kann das sogar jetzt dann durchschalten. Ich kann auch ein halbes Fundament draufsetzen, indem ich jetzt komme ich in der Höhe nicht klar, aber da kann man jetzt das Mausrad drehen, ganz langsam, und der sucht sich dann quasi den nächsten Snap-Punkt aus. Aha, da kann ich aber jetzt nicht das nehmen, muss ich, kann ich das nehmen? Dass ich da jetzt in die Höhe komme? Dann vielleicht muss ich es fertig bauen. Zack, alles fertig. Eine Schlagkombo draufgehauen und alles fertig. Dankeschön fürs Mitschleifen der Leute. Das ist immer nett, ja, das ist immer nett. So, ich will jetzt ein Fundament draufsetzen und dann mir so ein. Das macht's hoch. Ja, es funktioniert. Ich halte es nicht aus, ich halte es nicht aus. Drehen bitte. Achso, jetzt habe ich Snappen ausgeschalten. So, jetzt gehen wir da hoch. Nee, eins zu viel. Bau mal hier. So. Dann brauchen wir noch ein bisschen mehr Platz da oben. Ah, das funktioniert so lässig. Ich kann nicht aufhören zu hypen.
Das Einzige, was mich stört, dass ich die Escape-Taste brauche, um manche Menüs zu verlassen. Das ist was, was mich bei Spielen nicht so antörnt. So, der wird mir jetzt mal die Äste wegnehmen. Weil der wird mir jetzt davon laufen. Oder auch nicht. Bleibst du hier, bleibst du hier. So, jetzt sage ich mal das Highlight vom Spiel. Unbegrenzte Macht. Ich bin so ein Fan vom Fliegen. Und es kostet nur etwas Ausdauer. So, der Baum auch weg. So, jetzt haben wir mal ein Rad. So. Jetzt weiß ich aber nicht, ob das funktioniert. Setz mal die Segel hier. Geht denn das? Okay, this island is too heavy to move. Build more sails. Aber was, jetzt bewegt er nur die kleine und die ist auch zu heavy? Habe ich die Segel eigentlich in die richtige Richtung gebaut? Ich glaube schon. Oder? Nee, irgendwie sieht es nicht so aus. Mehr Segel brauchen wir. Okay. Das bedeutet, wir müssen hier dran bauen. Ja, die Asymmetrie, also die Symmetrie kann ich jetzt schmeißen, glaube ich. Aber warte mal. Mal drehen. Das ist, wenn wir es so machen. Dann stören mich die Segeln gar nicht. Ich finde das cool, wenn man eine Schlagkombo richtig ansetzt, ist das Teil auch gleich fertig gebaut. Verbraucht man weniger Ressourcen. Ich glaube, ich habe die Segeln verkehrt hingebaut. Aber ist ja wurscht, ich mache das jetzt sowieso neu. Dann macht man die hier mal etwas kleiner. Wenn man stylisch ausschaut. Okay, Snap off. Das finde ich auch cool, dass man Snappen ein- und ausschalten kann. Ja, jetzt müsste es aber passen. Okay, da geht auch nur ein kleines Segel. Das war jetzt nicht so gut bedacht. Aber also nee, da muss ich ins Baumenü gehen, da muss ich das Teil auswählen und dann kann ich das Teil löschen. Aha, er snappt nur außen. Na, ist okay. Ist okay, kann damit leben. Also nee. Na, den können wir auch gleich wegnehmen. Die kommen sich auch nicht in die Quere. Nee, in die Richtung will ich. So. Dann haben wir die Grundausstattung. Nach hinten können wir noch weitermachen. Ich weiß auch nicht, wie viele Segel also benötigt werden, um das Teil zu bewegen. So, snappen wir wieder.
Ist auch cool, man kann die Teile versetzen ineinander. Es ist echt lässig. Ich habe mir schon bei Ark Survival Evolved beim ersten Teil die Finger wund gebaut. Also, da steht mir noch was bevor. Ganz strange Idee. Nee, mache ich es nicht. Ich wollte das jetzt links und rechts nach oben setzen, aber mache ich es nicht. Dankeschön, Dankeschön. Euch auch noch eine gute Nacht. Ich bedanke mich fürs kurze Vorbeischauen, aber auf jeden Fall vorbeischauen. Das freut mich immer. Zack, fertig ist er. So. Aber da sollte ich einmal schon nach außen gehen. Ich glaube, sonst wird es zu knapp. Und wenn nicht, pflanzt man irgendwo anders auch noch Segel hin. Na, jetzt bin ich ganz dreist. So eins. Wo haben wir das? Ganz außen. Okay. Jetzt habe ich zu wenig Ressourcen. Was fehlt mir? Seile. Oh, das ist schlecht. Seile ist schlecht. Die bekomme ich nur auf Inseln, die verseucht sind. Okay, aber vielleicht langt das. Zack, zack, zack. Geht sich alles schön aus. Jawohl, es langt. Das Ding fliegt gleich. Ich weiß nicht, ob es so gut ist, im Sturm jetzt die Segel zu setzen. Jeder Segelprofi würde sagen nein. Aber ich möchte da unten noch Verstrebungen bauen. Säulen nach unten, oben noch schön zumachen mit so einer halben Reling. Ach, das wird nice. Und am besten das die komplette Insel als Schiff verbauen. Okay, der Wind lässt nach. Rechts unten haben wir die Anzeige. Aha, da haben wir die Gewichtsanzeige. Ich würde noch ein paar Segeln brauchen. Okay, ein paar Segeln würde ich noch brauchen. Wie schaut denn das aus von oben? Ja, ganz okay. Ganz okay. Das komischste Segelschiff ever, aber. Aber ich habe sogar fast mittig auf der Insel gebaut. Fast mittig auf der Insel. So wäre es noch besser gewesen. So im Winkel. Ja, macht ja nichts. Bin zufrieden, bin zufrieden. Jetzt fängt das Schönbauen an. Obwohl ich könnte ja. Was ich, wenn. Ich weiß nicht. Warte, das schaue ich mir noch mal im Steuer an. Ich glaube, dann sieht man die Inseln, oder? Na, weiß ich jetzt nicht, welcher. Na, der nimmt nur die kleine, glaube ich, ja. Der nimmt sicher nur die kleine. Wo waren wir denn noch nicht? Da hinten waren wir noch nicht. Ich würde auch mal wieder Wasser brauchen. Ja, was trinken wir auch nicht schlecht. Auf geht's! Mal zur Wasserinsel. Und dann beim ersten Flugversuch knall ich dann in die Insel rein. So, da vorne war die Wasserinsel. Perfekter Anflug. Ich halt's nicht aus. Ist nicht wahr. So, aber wenn wir uns hier ausrasten, bekommen wir einen Bonus. Und zwar irgend so einen Peaceful-Bonus oder so, dergleichen. Zumindest tagsunter war es mal so. Aha. At peace. In Frieden. Die idyllische Natur gibt uns einen Heilbonus. Den wir jetzt nicht wirklich brauchen.
Aber volle Stamina braucht man sehr wohl, denn die Seile können wir nur aus den Pilzen craften und die Pilze findet man nur auf Inseln, die verseucht sind, die wir freikämpfen müssen. Von üblen, komischen Kreaturen. So. Also. Da ist unser Haus. Dann fliegen wir mal da lang. Das wird jetzt ein etwas längerer Flug. Oder täuscht das? Da oben haben wir noch was. Was leider auch nicht geht, ist im Flug ins Menü gehen. Ich wollte jetzt nur mal schauen, ob ich noch vielleicht ein paar Pilze hätte, aber nein. Der muss eine Körperspannung haben, hey, sich so zu halten. Weil umsonst haben die Hängegleiter oder Drachenflieger nicht hinten den Sack, wo sie die Füße reingeben. Flugmanöver gibt es so keine, gell? Eine Rolle oder so nach seitlich macht er nicht. Ja, die Stamina hält auch noch. Ich sollte mich nicht da so viel spielen und mehr gleiten als Gas geben. Jetzt hat die Frage, was ist jetzt näher, die da oder die da oben? Die fängt jetzt erst zu leuchten an. Oh mein Gott, ich weiß nicht. Also, the point of no return ist gleich erreicht. Weiß nicht, ob wir das jetzt schaffen. Aber ich glaube schon. Ich riskiere es einfach. Na, oh ja, das schaffen wir. Wir sind noch nicht auf der Hälfte der Ausdauer. Kann ein bisschen Gas geben, indem ich nach unten gehe. Ja, nach oben fliegen kostet ihm mehr als gleiten, ja. Aber wir sind gleich da. Ich liebe das Fliegen. Ich habe auch gleich eine angenehme Höhe erwischt. Aber ich werde einmal einen Rundflug machen. Schauen, was sich hier abspielt. Wir haben mal keine Pilze, aber vielleicht einen Wissensstein, einen neuen. Und zumindest können wir uns mal ausrasten. Okay, das ist ein Duplikat unserer Startinsel. Fast. Zumindest das hier sieht aus wie das Anfang, wie das Anfangsszenario. Das wird aber auch heißen, dass eine kleine Insel daneben wäre. So, ich werde mich mal kurz hinlegen. Der muss mal kurz verschnaufen. Minuten mache ich noch, dann habe ich die 3 Stunden voll im Stream. Ich habe schon lange kein Spiel mehr 3 Stunden gestreamt. Ich glaube zuletzt Elden Ring. Oder Sifu. Ja, kann ich nicht sagen. Bei beiden bin ich ziemlich hängen geblieben. Die ich leider aufgrund der Ansammlung von Indie-Games und Spieletests momentan deinstalliert habe. Aber mir bald mal wiederhole. Okay, die direkte Landung tut ihm auch weh. Aber ich habe jetzt hier keinen Stein gefunden. Dann ist das nur eine Zwischenlandezone. Naja, dann sollte ich mich mindestens zu Gänzen. Also, es wäre natürlich auch eine Möglichkeit, hier ein Bett aufzubauen. Ne? Das wäre auch eine Möglichkeit. Das wäre ja auch gleich erledigt. Machen wir gleich die kleinen. Thank you.
Jetzt? Noch nicht, noch nicht. Jetzt mag er nicht mehr. Hast du die Höhe nicht? Glaube ich nicht. Sage ich ja. Da wär's gewesen. Man ist falsch gedreht. Jetzt wird's zittrig. Gibt's einen? Setz dich ran da jetzt. Passt. So. Was ich meistens mache bei meinen Bauten. Na gut, dann noch mal hier und drehen oder wie? 1 will ich noch hersetzen kann. So, sehr nice. Ja, ich setze dann immer so ein kleines Stück vor. Und meistens auch einmal rundherum, aber jetzt gerade nicht, weil es ja nur provisorisch ist. Würde mich aber jetzt wundern, wenn jetzt die kleine hier passen wird, was ja, die ist nämlich nur für die halben Fundamente. Also für die kleinen Fundamente sind auch die kleinen Treppen. Ansonsten muss man immer die längere nehmen. Die snappen dann eigentlich ganz gut. So. Da mal in die Mitte gestellt. Patsch. Sehr nice. Da ist so eine Wand hersetzt und die nicht fertig mache, kann ich dann ein Fenster einbauen? Ja. Nein. So, die Ressourcen fehlen mir. Ja, das ist dann klar. Ja, ist schon lange her, dass mir das Holz mal ausging. Ah, kein Stamm mehr da. Ja, dann, es bringt auch mehr, die großen Bäume zu fällen. Was ich auch super finde, dass es da Unterschiede gibt. Aber ich muss dazu sagen, ich glaube, ich lebe jetzt fast eine Woche in Game und habe noch nichts gegessen. Was ist mit den Typen los? Ich habe es mir anders überlegt. Ich mache hier ein Fenster rein. Und zwar auf dieselbe Bauart wie im anderen Haus. Und da hinten. Oder machen wir hier. Machen wir es in die Mitte. Und aber aus hier kann ich jetzt auch keine Wand machen. Ne? Nee. Aha, in der Mitte setzt das rein. Komisch. Nein. Was hat denn das jetzt hingesetzt? So. Habe ich das wieder verkehrt gedreht? Auf die falsche Seite? Ja. Der auch. Nein. Oben bleiben, ja, oben bleiben.
Ein bisschen ranzoomen. So, jetzt machen wir mal nur eine Raumhöhe. Obwohl mir das einfach nicht gefällt und einfach zu klein ist. Und wir an den zwei Treppenbeispielen, an dem Treppenbeispiel gesehen haben, dass das anders auch funktionieren kann. Oder ich gehe gleich zwei hoch. Was schreibt er da her eigentlich? Wooden Floor. Ja, aber kann ich als Decke auch nehmen? So, na, dann kann ich aber gleich mal wieder Holz schlagen gehen. Und das alles für ein Bett, ne? Ich habe das Bett noch nicht mal aufgestellt. Aber irgendwie glaube ich, dass das vielleicht auch ein Ort sein kann, wo ich des Öfteren hin muss. Ja, habe ich mal gedacht, dass das nicht ganz hinhaut. Das snappt dann nämlich gar nichts. Ich finde das so geil. Die Hälfte gleich fertig. 16 Stück habe ich. 1, 2, 3. Was habe ich? Nichts, er hat alles gleich verarbeitet. Aber mit nur einem Schlag. Also okay, die Ressourcen sind weg, aber trotzdem mit einem Schlag. Von Zeitersparnis. Super geil finde ich das. Hat gesessen. Nein. Boah, die geben ordentlich her. So, was jetzt noch fehlt für einen schönen Bau. Die Fenster. Eigentlich könnten wir jetzt auch nur eine Sache machen. Das geht auch. Wie ich mir das vorstelle, die Wand. Ich meine, ich möchte das Fenster ja auch in der Mitte haben. Ein bisschen zoomen, ranzoomen bitte, ranzoomen. So, entweder. Ich finde das ist ja kein Fenster, wenn der da durchlaufen kann. Jetzt hör mal auf. Natürlich könnte ich, wenn ich zwei Wände habe, ne? Das habe ich ja vorhin auch so gemacht. Halbe Wand. Habe ich es jetzt wieder verkehrt. Wieder falsch rum. Glaube ich, ja. Halbe Wand und dann Fenster rein. So.
Und ins große Fenster kommt dann das kleine Fenster. So schaut für mich ein Wikingerfenster aus. Ne? Nein, ja, nein, ja. Den habe ich auch verkehrt hingesetzt. Warum sehe ich das da so schwer? So müsste es passen, oder? Bin gespannt. Ja, Rahmen ist innen. Sehr nice. Hütte ist fertig, Bett ist da. Schmeißen wir sich gleich rein. Well sleep. At peace. Auch eine so eine Insel. Nice. Einen schönen Buff bekommen. Walking Speed improved 20%. Und Regeneration. So, sortieren tut er nicht automatisch, ne. Holz, das, 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 das passt. Holz könnte man auf jeden Fall mitnehmen, wenn wir dann zurückfliegen. Hier gibt es so viel davon. Da fahren da gleich einen ganzen Baum ab, wenn man eines nimmt. Das ist auch cool. So, man, dann nehmen wir einen dicken, ausgewachsenen Stamm hier so. Wenn ich den jetzt so schlag, fällt er dann nach vorne um. Das finde ich auch toll gemacht. Wenn man die Fallrichtung des Baumes bestimmen. Du auch bitte in die Richtung fallen. Na gut, dann heißt es aber, nachts wollen wir nicht fliegen. Hauen wir sich nochmal ins Bett. Da sind wir ausgeruht. Und dann lassen wir uns losfliegen. Wo ist unsere Insel überhaupt? Ja, toll. Das sehen wir gleich, wenn wir in der Luft sind.
Auf Wiederschauen, neues Haus. Was, jetzt hat er die Insel als Heimatinsel? Nee, oder? Wie gibt's das? Warum hat er die jetzt als Heimatinsel gewählt? Weil das auch so eine Starterinsel ist? Oder weil ich im Bett hab? Bett. Irgendwas im Baummenü. Nee. Nee. Okay. Jetzt wird es dann Zeit, dass ich den Stream beende. Hier ist das Bett. So. Destroy. So. Und jetzt ab in die Luft. Nein. Okay. Gut. Wir finden unsere Insel. Ich finde die noch. Die finde ich noch. Die finde ich noch. Die paar Minuten legen wir noch drauf. Denn ich will zu mir nach Haus. Die muss da vorne sein bei den ganzen Haufen. Hundertprozentig. Ich werde mal schauen, dass ich ein bisschen Höhe gewinne. Bin mir ziemlich sicher, dass sie eine von denen da vorne ist. Tja, und dann werden wir mal schauen, ob es ein Speichermenü gibt. Ja, safe. And quit. Na, nice. Hoppala. Also dann ist es doch möglich, die Heimatbase zu versetzen. Na, vielleicht speichert er uns jetzt gleich die kleine Insel ab. Da sind wir schon, da sind wir schon. Aber cool, dann wissen wir, dass auch schon entdeckte Inseln auch auffunkeln. Und nicht nur die unentdeckten. Ich sehe meine Brücke, ich sehe meine Brücke. Ja, das war ja mal ein netter Ausflug. Es lebe es zu Hause. Okay, meine Lieben. Na dann, hat's mich gefreut, dass ihr zugeschaut habt. Danke an alle, die im Chat dabei waren. Ich hoffe, dass die Zuschauer auf YouTube mit den Videos auch bis jetzt Spaß hatten. Und es kommt dann demnächst mehr zu dem Titel. Hat mir wirklich, wirklich Spaß gemacht. Ein Hammer, muss ich sagen. Ja, Aloft. Kann ich, soweit ich es jetzt gespielt habe, absolut empfehlen. Ihr habt es selbst gesehen, wer auf Base Building steht. Noch dazu segeln, fliegen und
Wie gesagt, das ist gerade mal die Demo. Das Spiel ist in Entwicklung. Lad es euch runter. Ich gebe den Link in die Beschreibung unten rein. Spielt sie es, gebt es den Entwicklern Feedback. Das Game ist es wert. Ich habe es im Gefühl, glaubt mir das. Ich habe es mit Solar Gene auch vor über einem halben Jahr im Gespür gehabt. Und der Titel hat mich dorthin gebracht, wo ich heute bin. Und so durfte ich dieses geniale Game spielen. Also, wow, wenn das noch im Multiplayer kommt, wow, mit Content und wow. Na dann, ihr Lieben, Dankeschön nochmal. Alles Liebe, bleibt gesund und wir sehen uns beim nächsten Stream oder Video. Baba.